Hallo, liebe Stiergeborene und Stier-Aszendenten, ganz herzlich willkommen zum Jahreshoroskop 2017. Liebe und Leben im Jahr der Sonne. Das Jahr beginnt für euch liebevoll und entspannt. Die Liebessterne fangen 2017 schon sehr angenehm an und steigern sich dann immer mehr. Der Herbst wird romantisch, kuschelig und lustvoll und bietet tolle Liebeschancen für Singles. Ja, gleich kommen wir zu euren wichtigen großen Konstellationen für 2017. Vorher noch der Hinweis, am Schluss des Videos gibt es eine Verlosung, also bleibt dran bis dahin. Jetzt aber zu euren Konstellationen. Und Glücksplanet Jupiter. Also Liebesplanet ist er jetzt im Moment auch, weil er ja im Beziehungszeichen Waage steht, aber vor allen Dingen der Glücksplanet, der steht bei euch im sechsten Haus und das ist das Haus des Arbeitsplatzes oder Alltag und da gedeihen jetzt neue Beziehungen besonders gut und auch Beziehungen, von denen ihr was lernen könnt oder wo ihr für jemand der Mentor seid, werden euch voranbringen. Auch toll ist dieser Aspekt für alle, die Tiere lieben, vor allem große Hunde oder Pferde. Wer sich schon immer ein Tier zulegen wollte, 2017 ist ein gutes Jahr dafür. Und ab dem 14. Oktober geht dann der Jupiter in euer Partnerhaus. Das ist natürlich die allerbeste Nachricht für das Liebeshoroskop, denn dann beginnt eine wunderbare Zeit und zwar ein ganzes Jahr lang für romantische Begegnungen, die auch Bestand haben können. Denn Jupiter ist dann im Skorpion und das bedeutet, dass man sich dann auch bereit ist, festzulegen und in die Tiefe zu gehen. Das ist super für Singles, denn es liegen neue Begegnungen und viel Romantik in der Luft. Und die Liierten, die bringen dann umso mehr Sinnlichkeit in ihren Beziehungsalltag. Das spüren besonders alle, die zwischen dem 20. April und dem 5. Mai geboren sind. Ja, so viel also zu Glücksplanet Jupiter. Dann habt ihr ja ein Trigon zum Planeten Pluto, der steht im Steinbock und steht da auch noch bis zum Jahr 2024. Das ist also ein super langfristiger Aspekt. Und der bedeutet jetzt in Bezug auf die Liebe für euch, dass ihr sehr heiße und tiefe Liebesaffären und Romanzen erleben könnt, auch wenn die nicht unbedingt zu einer Partnerschaft oder Ehe führen. Vielleicht habt ihr eine Romanze mit jemandem in einer Machtposition oder es ist einfach eine Liebe, die euch hilft, in eure Kraft zu kommen. Auch sexuell könnt ihr euch dabei weiterentwickeln, Tabus überwinden und Grenzen überschreiten. Das wäre das Stichwort Sexual Healing, also die Regeneration durch Sexualität. Also folgt eurer Lust, denn je mehr Sex ihr habt, umso besser und stärker werdet ihr euch fühlen. Diesen Aspekt spüren am direktesten die Geburtstagskinder zwischen dem 11. und dem 19. Mai. Dann habt ihr noch einen sehr vorteilhaften Liebesaspekt. Das ist das Sextil zu Romantikplanet Neptun. Der steht auch noch viele Jahre, noch bis 2025 sogar, in diesem schönen Aspekt zur Stiersonne. Und der berührt also 2017 besonders die Sonnen der Geburtstagskinder vom 1. bis 5. Mai. Und wenn ihr dann in einer Beziehung seid oder sich da vielleicht anfängt, eine Romanze zu entwickeln, dann dürft ihr damit rechnen, dass das tiefer geht, dass euch sich da eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit entwickelt und dass ihr vielleicht auch einen Antrag bekommt. Ja, also von daher lauter schöne und entspannte Liebesaspekte für euch. Und damit sind wir dann schon bei den Konstellationen, die im neuen Jahr für euch besonders wichtig werden. Wir haben ja eine rückläufige Venusphase im neuen Jahr. Und das ist natürlich für Stiere besonders interessant und wichtig, weil die Venus ja euer Herrscherplanet ist. Die herrscht im Stier und in der Waage. Und deswegen seid ihr mit diesem Aspekt der Venus ganz besonders verbunden. Das gucken wir uns jetzt mal näher an, was da passiert. Also zunächst mal habt ihr einen super Venus-Aspekt überhaupt erstmal vom 3. bis zum 27. Januar. Da ist die Venus im Zeichen Fische zusammen mit dem Romantikplaneten Neptun. Steht da also super gut für euch im Haus der Freundschaft, der freundschaftlichen Unterstützung auch. Da habt ihr Freude mit euren Freunden oder bekommt eben auch Unterstützung und vielleicht entwickeln sich auch in der Liebe etwas über gemeinsame Freunde. Genau. So, und dann beginnt nämlich diese Rückläufigkeitsphase der Venus, die passiert im Widder, das ist bei euch im 12. Haus. Kann sein, dass ihr davon erstmal gar nicht so viel mitkriegt, aber sie läuft dann zurück, wenn sie im Rückwärtsgang ist, wieder für euch ins 11. Haus und das wird dann für euch schon spürbar. Und ich nehme an,
dass ihr dann zu denjenigen gehört, die da auch helfen können, die da stabil sind und vielleicht anderen, die durch diese Rückläufigkeitsphase verwirrt sind, eine starke Schulter bieten. Auch für euch trifft natürlich zu, dass die Venus oftmals verflossene Liebhaber mit sich bringt. Also wenn ihr solltet euch nicht wundern, wenn ihr während dieser ganzen Zeit jemanden wieder trefft, der schon mal in euch verliebt war und jetzt zurückkommt. Es kann da auch gewisse Querelen geben, weil die Venus in dieser Zeit so um Mitte April rum auch in einen schwierigen Aspekt mit Saturn reinläuft. Also da seid ihr vielleicht gefragt, da aufzuklären, zu vermitteln, zu helfen. Oder es ist eine Sache in eurem Leben, wo ihr dann die Chance bekommt, das ein für alle Mal zu klären. Dieser Venus-Aspekt hat eine besondere Qualität. Da gehe ich auch in der kosmischen Schwingung für 2017 ganz gründlich drauf ein. Deswegen solltet ihr euch das auch auf jeden Fall angucken. Der bringt nämlich die Gelegenheit, alte Beziehungsmuster zu entdecken, zu erkennen und zu überwinden. Denn es kann passieren, dass jemand zurückkehrt und man freut sich erst und ist ganz aufgeregt und dann merkt man aber, warum das damals schon nicht funktioniert hat. Ne? Und wenn also wirklich sich da was Vielversprechendes ergeben sollte, dann ist man gefordert, die Muster, die damals dazu geführt haben, dass man diese Beziehung nicht fortsetzen konnte, dann jetzt zu überwinden. Und diese Chance besteht eben. Da gibt es verschiedene andere Planeten, die das mit verstärken. Und davon könnt ihr natürlich auch profitieren. Also, insofern habt ihr die Venus im günstigen Aspekt zur Stiersonne vom 3. bis 27. Januar, also fast den ganzen Januar über. Und dann fast den ganzen April über, vom 2. bis 28. April, wo ihr dann wahrscheinlich auch als Vermittler und als sanfte Freunde gefragt seid, wenn ihr eben nicht selber da eine interessante Liebesbeziehung vielleicht anfangt. So, die nächste gute Venusphase ist für euch, beginnt für euch am 6. Juni. Und zwar geht dann die Venus in euer Zeichen Stier. Das ist natürlich wunderbar, ist immer toll, wenn die Venus im eigenen Zeichen steht. Super für die Ausstrahlung, für die Schönheit. Da habt ihr Lust, euch was Gutes zu tun, euch zu verwöhnen und werdet eben vielleicht auch von anderen verwöhnt, weil ihr dann natürlich auch einfach eine umwerfende Ausstrahlung habt. Das ist einfach eine super schöne Zeit. Und in dieser Zeit bekommt die Venus auch gar keine stressigen Aspekte von anderen Planeten. Das ist auch noch sehr günstig. Also kein Quadrat mit Saturn oder also irgend sowas, was dann einen wieder so ein bisschen runterzieht. Nein, während sie im Stier ist, wird sie die ganze Zeit eben auch von den anderen Planeten positiv bestrahlt. Und diese Phase geht bis zum 4. Juli. Dann werdet ihr wieder von der Venus verwöhnt zwischen dem 31. Juli und dem 25. August. In der Zeit steht sie hier schön im Krebs für euch im dritten Haus. Das ist eine tolle Zeit, um sich auszutauschen, süße Botschaften zu bekommen und vielleicht auch im Alltag über einen kurzen Weg Leute kennenzulernen. Also viele schöne Möglichkeiten. Da gilt so ein bisschen, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Da ist oft die Liebe so direkt in der unmittelbaren Umgebung zu finden. Genau. Und dann, nächste tolle Phase ist dann, ist auch wirklich eine super Phase, vom 19. September bis 14. Oktober. Da ist nämlich dann die Venus in einem super tollen Trigonaspekt zur Stiersonne in eurem fünften Haus der Sexualität und Lebensfreude. Und der Mars ist auch noch dabei. Also das ist sicherlich eine super Phase. Merkt euch die mal, 19. September bis 14. Oktober. Da werdet ihr eine gute Zeit haben und auch wahrscheinlich sehr schöne Liebeserlebnisse haben. Und der Höhepunkt dieser Phase ist sicherlich, wenn Venus und Mars dann gemeinsam da stehen und Konjunktion bilden. Das ist dann so um den 4., 5. Oktober rum. Also da solltet ihr euch Zeit für die Liebe nehmen. Dann ist auch noch ganz, ganz super für euch, zunächst mal überhaupt ab dem 10. Oktober ja der Eintritt von Jupiter in euer Partnerhaus und dann für ein ganzes Jahr. Das ist wunderbar. Es ist wirklich eine super, super schöne Konstellation. Die zweitschönste, die man haben kann, außer Jupiter im eigenen Zeichen, weil er dann eben für die Liebe nochmal wie so ein Tor öffnet, für tolle neue Begegnungen, für Romanzen und eben auch für die Festliierten. Neues Prickeln reinbringt. Man hat dann auch Ideen, was man noch alles Tolles machen könnte. Also, und es ist eben auch eine sehr, sehr sinnliche Konstellation. Da steht ja dann im Skorpion und die Stiere sind ja auch sehr sinnlich. Also, das ist schon sehr leidenschaftlich und sehr schön für euch. Kommt dann auch noch die Sonne hinterher.
Also diese ganze Phase, den ganzen Oktober über, ist schon mal super, ganz viel Bewegung drin, ganz viele romantische Möglichkeiten. Und dann kommt noch die Venus hinterher, und zwar vom 7. bis 30. November ist sie dann auch noch bei euch im Partnerhaus. Also das ist sicherlich eine Top-Phase für die Liebe für euch, ganz besonders um den 13. November rum. Sehr, sehr schöne Konstellationen. Ja, und das Jahr klingt dann auch noch aus, ebenfalls wieder mit einer schönen Venus-Konstellation, die nämlich am 25. Dezember beginnt und dann noch bis zum 18. Januar 2018 dauert. Da habt ihr die Venus, da steht sie im Steinbock und damit wieder im guten Aspekt zur Stiersonne. Also insgesamt ein lustvolles, liebesvolles Jahr mit sicherlich einer deutlichen Steigerung nochmal dann im Herbst. Ich denke, es wird euch gefallen. Ja, liebe Stiergeborene, was hat es mit der Verlosung auf sich? Ich möchte für alle, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben, ein Jahreshoroskop verlosen. Persönliches Jahreshoroskop, 45 Minuten mit mir und eine CD davon. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun. Da seht ihr dann so ein Kästchen, da braucht ihr nur drauf zu klicken. Und dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich könnt ihr auch ein persönliches Horoskop für euch selber buchen oder vielleicht einen Partnervergleich, wenn ihr jemand Tolles kennengelernt habt. Ihr könnt mich auch anrufen. Ich habe jetzt eine Hotline, die würde ich euch dann geben, wenn ihr euch auf meinem Kundentelefon, also ohne Extragebühren, zum Festnetztarif erstmal bei mir meldet und mit mir verabredet. Und dann können wir ganz kurzfristig einen Termin machen. Habe ich extra für diejenigen eingerichtet, die schnell einen Rat brauchen und vielleicht auch nur ein paar Minuten sprechen wollen. Das ist dann auch eine ganz faire Sache und läuft dann über die Telefonrechnung. Aber natürlich könnt ihr auch weiterhin feste Termine bei mir buchen, die ich dann vorher auch vorbereite. Ja, liebe Stiergeborene und auch Stieraszendenten, jetzt wünsche ich euch alles Gute mit den Sternen für 2017.